Das Maschinensteuerungssystem EcoGrade von CAT nutzt vorhandene CAD-Planungsdaten, um Baumaschinen bei der Herstellung einer vorgegebenen Geländekontur direkt zu steuern. CAT verspricht nur noch wenige Vermessungs- und Nacharbeiten auf der Baustelle. Zur Nordbau 2011 konnte Bauforum 24 TV das System während einer Live-Demonstration im Einsatz erleben. EcoGrade ist der Oberbegriff für Baumaschinensteuerung, also für GPS-Steuerung, für ATS-Steuerung und für Lasersteuerung. Und Caterpillar und Zeppelin haben in Deutschland 2008 ihre Doser und Gräder standardisiert. Diese sind für den Einsatz dieser drei Steuerungssysteme vorbereitet und wir setzen diese Steuerung sehr erfolgreich bei unseren Kunden ein, damit sie also noch produktiver und leistungsfähiger arbeiten können. Also der Kettenbagger wird mit einer Werksvorrüstung vorgerüstet im Werk direkt, das nennt sich dann EcoGrade Ready Option und dann kann innerhalb von 2 bis 3 Stunden auf dem Bagger eine GPS-Maschinensteuerung aufgebaut werden. Der große Vorteil ist, dass das direkt im Feld passieren kann, der Bagger muss hierzu nicht mehr in die Werkstatt gebracht werden. Heute ist es so, dass die Planungsdaten direkt in einen Computer auf der Baumaschine eingespielt werden. Das heißt also, wenn der Vermessungsingenieur die Daten gerechnet hat, ist eigentlich die Vorbereitung für die Baustelle vorhanden. Und jetzt sind also alle Flöcke und alle Böschungslehren auf einem Computer in der Baumaschine vorhanden. Und das System funktioniert wie folgt. Wir haben hier ein Differential GPS. Das heißt, wir kommen hier mit einer Genauigkeit an der Löffelspitze von 2,5 cm raus. Und jetzt vergleicht der Rechner permanent in der Kabine die Ist-Position mit der Soll-Position im Modell und der Fahrer kriegt hier eine Differenz angezeigt und das ermöglicht ihm ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Wir brauchen also hier keinen Messgehilfen mehr, der also sich permanent in den Gefahrenbereich begibt. Der große Vorteil hier von dem EcoGrade-System ist, dass es in sich komplett kompatibel ist. Wir haben also nur noch einen standardisierten Bordrechner, der auf einem Dozer arbeiten kann, der auf einem Grader arbeiten kann oder hier auf diesem Kettenbagger. Und ich kann auch alle drei unterschiedlichen Steuerungssysteme damit fahren, ob das jetzt also eine Lasersteuerung ist, eine ATS-Steuerung mit einer Totalstation oder hier eine GPS-Steuerung mit Basisstation. Caterpillar hat mit seinem Partner Trimble von Anfang an sehr großen Wert darauf gelegt, dass alles untereinander kompatibel ist. Bei Caterpillar sind die Dozer und Grader im Standard dafür vorbereitet und jetzt können Sie also eine Steuerung von einem Grader auf einen Dozer bauen oder auch die Komponenten auf einen Bagger und auch die unterschiedlichen Steuerungssysteme wie Laser, ATS und GPS sind untereinander kompatibel, sodass der Kunde die größtmögliche Flexibilität in seinem Unternehmen hat. Die Investitionskosten für eine GPS-Steuerung mit Basisstation liegen in der Erstanschaffung bei ungefähr 85.000 Euro. Unsere Kunden bestätigen uns, dass bei ihren Baustellen in der Regel zwischen 3 und 6 Monaten das Investment zurückgekommen ist und dass dann diese Investition für den Kunden arbeitet. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.